Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was gleich passiert. Scheiße, hängen geblieben. Fuck! Fuck, fuck, fuck! So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Ihr habt gerade schon den netten jungen Mann vor mir gesehen, der den Daumen hochhebt. Das ist tatsächlich Anderson. Kennt der ein oder andere von euch vielleicht, macht selber YouTube-Videos. Ist auch hier unten verlinkt, ist nämlich selber mitgefahren und hat ja auch was gefilmt und wird das Ganze auch auf YouTube hochladen. Dieses Video ist ohne Marcel entstanden, weil der tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben, das ist der Samstag, 1.6., hat Marcel tatsächlich Geburtstag. Ja, das heißt, er ist schön heute Geburtstag feiern gewesen oder hat seinen Geburtstag gefeiert. Deswegen habe ich das Ganze mehr oder weniger alleine aufgenommen mit, beziehungsweise als Gast mit Anderson. Wir haben hier ein Rennpaket gefahren, das heißt, wir gehen jetzt ins Qualifying rein und versuchen eben da eine schöne Position rauszuholen. Ich muss sagen, ich bin davor auch schon echt lange nicht mehr gefahren. Das wird man auch an dem einen oder anderen Bild bemerken, weil wie ich fahre, dass ich schon etwas länger nicht mehr gefahren bin. Hier dreht sich schon direkt der erste raus. Muss man aber sagen, ist tatsächlich relativ selten vorgekommen bei uns jetzt im Rennen. Ich entschuldige mich schon mal für die, ich sag mal, tiefe Kameraeinstellung. Ich habe sie leider nicht höher eingestellt und ist auch nicht beim Rennen aufgefallen. Deswegen möchte ich mich davor schon mal entschuldigen, dass es ein bisschen tief gefilmt ist. Ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem anschauen. Wir springen jetzt ein bisschen nach vorne und ich zeige euch einmal meine schnellste Quali-Runde. Und auch die ist nicht optimal gefahren gewesen von mir. Man sieht es hier schon, ich bin ein bisschen zu stark gerutscht. Die jetzt ganz sauber genommen, jetzt auch die nächste, die langgezogene hier, ist relativ sauber gefahren von mir, auch die hier. Ja, war gut. Aber die Zeit vom Sechser werde ich wahrscheinlich nicht mehr holen. Der fährt super schnell, super stark. Und ich habe ja ein paar unsaubere Runden gehabt, jetzt viel im Ding drin gehängt. Gehackt, sorry. Gucken, ob die noch die letzte war, noch ganz okay. Ja, und damit ist tatsächlich auch das Qualifying schon durch gewesen. Die letzte Runde von mir war auch tatsächlich meine stärkste Runde. Und wir fahren jetzt quasi zur Startaufstellung. Das heißt, alle sammeln sich hinten in der Kurve, wo der Kollege steht, das sieht man schon. Und dann geht es quasi auf die Startaufstellung. Und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Und dann geht's los rein ins Rennen. Ja, und ihr seht schon, ich stehe zwar ziemlich weit vorne, aber da links neben mir steht noch einer. Das ist der David. Ist tatsächlich mit einem Junggesellenabschied da gewesen und er, soweit ich das richtig im Kopf habe, sogar der Bräutigam. Und jetzt schauen wir uns mal den Start an. Der war, ja, ich sag mal, ich habe schon deutlich bessere Starts gefahren. Wir sehen es jetzt aber auch, ich komme einfach nicht aus dem Saft raus. Der, wo jetzt hier schön vorbeizieht, ist Anderson. Ist aber dadurch ein bisschen zu weit nach rechts gekommen. Ich kann ihn mir gleich wieder in der nächsten Kurve schnappen und sitze somit wieder auf P2. Auch schön nah am Bräutigam da vorne dran, am David. Und ja, ich versuche jetzt hier ein bisschen meine Linie zu finden, Tempo reinzukriegen, damit ich immer nah dran bleibe. Und dann muss ich mir den halt ein bisschen zurechtlegen. Allerdings, wir werden gleich sehen, ob ich ihn mir wirklich zurechtlegen muss. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was gleich passiert. Auch die Kurven wirklich schön sauber gefahren. Man muss dazu sagen, ich merke auch die ganze Zeit im Nacken, wie Anderson quasi schon auf meiner Rücksitzbank sitzt. Und hier sieht man es, er winkt mich vorbei. Hätte nicht machen müssen. Aber nett von ihm, dass er mich vorbeilässt. Ja, das sage ich selber auch nochmal im Video. Ja, er hat mich nicht vorbeilassen müssen. Ich habe ihn auch danach gefragt, warum er mich vorbeigelassen hat. Und er hat mir gesagt, ja, du hingst mir die ganzen Kurven davor schon so am Arsch. Und ich dachte, bevor ich jetzt hier ewig im Kampf mit dir bin, will ich mit meinen Jungs fahren, mit denen ich einen Junggesellenabschied mache. Und deswegen hat er mich vorbeigelassen, dass er einfach mit seinen Jungs hinten, mit dem Junggesellenabschied quasi fahren kann. Wie der Markus selber auch schon gesagt hat, ich bin auch so einer. Ich fahre sauberer, wenn ich jemanden vor mir habe, als wenn ich vorne wegfahren kann.
worauf ich anspiele, ist natürlich die Streams und Videos von Marostock. Der ein oder andere wird es von euch sicherlich gesehen haben. Der sagt auch selber immer, er ist stärker, wenn er hinter jemandem herjagen kann, als wenn er vorne wegfahren kann. Und so ist es tatsächlich bei mir auch. Ich glaube, er hinter mir hat ein bisschen mehr Zug auf einem. Mehr Zug ist natürlich hier nicht die komplett richtige Ausdrucksweise, sondern es geht darum, wir sind alle ohne Gewicht gefahren, das heißt jeder mit seinem Körpergewicht. Ich wiege 90, die hinter mir sind etwas leichter und dadurch kommen die natürlich ein bisschen schneller aus dem Saft wie ich. Ja, die war okay. Die war scheiße. Ja, er bleibt so am Arsch. Deswegen muss ich jetzt halt auf die Kampflinie fahren. Ja, wie ihr gemerkt habt, sind wir jetzt noch mal ein bisschen vorgesprungen. Wir sind jetzt schon in der Runde 9. Ich bin immer noch auf P1. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich muss schon ziemlich stark Kampflinie fahren, weil einfach Anderson sehr nah hinten dran sitzt. Also der Abstand ist einfach nicht wirklich weit. Man sieht es jetzt auch gleich noch mal von der Kamera von außen. Hier, man sieht es. Also es ist einfach gar kein Abstand da. Also wir sitzen quasi aufeinander drauf, hier vier Positionen hintereinander. Ja, die waren sauber. Ganz kleines bisschen absetzen können. Scheiße, hängen geblieben. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Hier sprechen die puren Emotionen aus mir. Ja, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Fahrer, emotionaler Fahrer und ärgere mich natürlich da meistens auch über mich selber, wenn einfach irgendwas nicht so funktioniert, wie es sein soll, dass ich irgendwo hängen bleibe oder nicht sauber fahre. Vor allem, wenn es so eng ist. Also, ihr seht es ja, es ist wirklich nicht viel Platz da. Jetzt habe ich auch ganz kurz den ersten Platz abgegeben. Anderson ist kurz vorbeigezogen, aber zum Glück auf der Außenlinie. Dadurch war ich im kürzeren Weg innen und konnten wieder einholen. Aber es ist wirklich eng. Ja, der bezwingt mich dahin, dass sie zum Kampfling gefahren, Alter. Scheiße! Wenn ich Glück habe, komme ich an ihm besser vorbei. Schade, er ist mit sich gekommen. So am Arsch! Die Emotionen kochen hoch, Freunde. Ja, so ist es hier halt auf der Strecke. Man muss dazu sagen, wir sind an einem Tag jetzt gefahren, wo es relativ kühl draußen war. Das heißt, der Boden ist auch noch kalt, die Reifen sind kalt. Man hat nicht so viel Grip, das hat man auch gemerkt. Und ich weiß nicht, ich war auch nicht irgendwie komplett in meinem Flow drin, wie ich normalerweise fahre. Ihr seht es an den Zeiten oben. Also im Regelfall, sage ich mal, fahren wir ja, Rundenzeiten, irgendwas um die 34,0, teilweise sogar 33er Zeiten. Muss natürlich dann auch vieles mitspielen, aber es hat einfach nicht so gepasst und ich bin nicht so gut reingekommen und Anderson ist einfach stark gefahren, für das, dass es das erste Mal auf der Strecke war. Das ist schon, aber wie gesagt, sowas macht Spaß. Wegen sowas fährt man rein. Er hängt mir sehr am Arsch, Alter. Sehr. Ich kann auch nicht mal meine saubere Linie fahren. Weil ich ihn zustellen muss. Der war gut. Komm, Junge, absetzen jetzt. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir sind auch die zweite Gruppe gewesen, die gefahren ist an dem Tag. Das heißt, auch die Karts sind noch nicht richtig warm gefahren worden vorher. Und es war eine relativ junge Truppe, die jetzt auch nicht so schnell gefahren ist, dass die Karts richtig warm werden. Das spielt natürlich alles mit, dass man dann auch nicht den Grip auf der Strecke hat, den man vielleicht möchte. Gerade bei 25 Runden, da ist der Grip noch nicht so da, wie man das, sich das wünscht natürlich. Mich würde aber mal interessieren, wann ihr das letzte Mal Kartfahren wart. Schreibt es doch mal in die Kommentare und ob ihr tatsächlich vielleicht sogar mal bei uns wart und was ihr da so für Zeiten gefahren seid. Würde mich echt interessieren. Ich für meinen Teil merke, dass wenn man 2 Monate kein Rennpaket mehr mitgefahren ist, dass dann die Zeiten auf jeden Fall nicht mehr so gut sind. Sollte ich vielleicht öfters mal wieder selber Rennpakete fahren und nicht nur Videos drehen, wo ich mich auf irgendein Rollbrett drauflege und ziehen lasse von einem Kart. Hat aber trotzdem ultra Spaß gemacht. Einfach weil man Leute hat, die ähnlich schnell fahren, dann macht dieses ganze Rennen einfach viel mehr Spaß. Es ist natürlich auch nicht so cool, wenn man einfach vorne wegfahren kann. Da ist es schon cool, wenn man welche hat, die einfach ähnlich schnell sind.
super sauber überholt. Aber nicht genug, Alter. Der hängt mir richtig am Arsch, Alter. Fährt richtig gut. Gefällt mir. Hat man nicht oft, dass man wirklich so ebenbürtige Gegner hat, wenn man bei einem random Rennpaket mitfährt. Und das macht er wirklich gut. Also muss ich Props raushauen. Und er fährt vor allem auch sehr konstant. Ja, das ist einer der vielen Punkte. Also es gibt viele, die gute Rundenzeiten mal fahren können, aber es gibt nicht viele, die konstant auch über 25 Runden durchziehen kann. Und das war tatsächlich auch beim Anderson so, der ist sehr stark durchgefahren, hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, das macht natürlich dann auch viel mehr Spaß, wenn du jemanden hast, der wirklich hinten dran bleibt und wo du gucken musst, ey scheiße, ich muss Kampflinie fahren, damit ich den nicht vorbeilasse. Macht ultra viel Spaß. Auch ich habe gemerkt, ich habe relativ konstante oder ähnliche Runden die ganze Zeit gefahren, aber irgendwann ist auch einfach die Konzentration ein bisschen weg. Deswegen habe ich da auch riesen Respekt vor den Leuten, die da so 2-3 Stunden Rennen fahren. Da würde mich auch mal interessieren, wer von euch sowas schon mal gemacht hat und wie ihr das fandet. Aber er bleibt immer im gleichen Abstand dran, das ist unglaublich. Das ist krass. Aber ich muss jetzt schon mal sagen, arschgeiles Rennen, wirklich. Die machen es alle sehr gut. Lasst es sauber überholen, wenn jemand überrundet. Und es scheint ja auch einige sehr gute Fights zu geben. So, ihr seht schon, also ich fahre hier gerade auf einem Pulk auf. Ich bin hier sehr nah dran an einem Pulk, habe aber auch ein bisschen Abstand dran gekriegt an Anderson. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass ich an dem einen, den ich überrundet habe, sauber vorbeigekommen und er ist so ein bisschen mit ihm gecrashed. Aber da wird man bestimmt das nochmal in seinem Video sehen. Schaut euch das gerne mal an. Da wird man sehen, dass er da nicht sauber vorbeigekommen ist. Und das ist natürlich den Abstand, den ich mir jetzt reinfahren konnte. Darf ich jetzt nur hier zu lange aufhalten? Gegen Ende wurde es jetzt noch mal ein bisschen spannend, weil ich auf dem Pulk aufgefahren bin. Und sowas ist immer gefährlich natürlich, wenn man nah aneinander ist. Lass mich einen Fehler machen oder einer stellt sich quer vor mich rein, dann ist das Ding natürlich kritisch. Ja, dann kann Anderson aufholen, wenn er gut durchkommt, holt er sich den P1. Deswegen ist sowas immer noch mal ein bisschen spannender. Aber sehr cooles Rennen, auch wenn die Jungs hier gerade ein bisschen das Gelblicht ignorieren. Aber ansonsten war es super. Sehr, sehr schönes Rennen, muss ich sagen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wie man sieht, ist es letztendlich P1 geworden, auch wenn ich jetzt nicht meine Optimalrundenzeiten gefahren habe. War auf jeden Fall ein sehr cooles Rennen. Anderson hat das Ganze auf P2 abgeschlossen. Schaut euch dafür unbedingt sein Video dazu an. Das wird bei ihm auf dem Kanal die nächste Zeit kommen. Ist dann unten auch verlinkt bei uns. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Ganze schaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bitte denkt dran, ein Abo tut kein Wer, wer für uns aber schön. Ein Like und ein Kommentar würde uns natürlich auch weiterhelfen, auch für den Algorithmus. Mit diesen Worten bis dahin und zum nächsten Video. Heide Ackermann.